Jo Leute, was geht? Ich war in den letzten 14 Tagen eigentlich fast jeden Tag unterwegs und es ist eine Schande, aber ich konnte bisher meinen Canyon Sender AL nicht auspacken. Das werde ich heute mit euch tun und ja, ich habe extra noch nicht reingeschaut, um es gemeinsam mit euch auszupacken. Also, gehen wir mal Step by Step durch und ich stelle euch jetzt mal auf Stativ. Also, wir haben hier einmal den Sattel. Den versuche ich hier gerade mal rauszumachen. Zack. Einmal der Sattel. Seht ihr denn da überhaupt genug? Ich glaube, ich stelle euch mal um. Da seht ihr schon mal das Bike. Hier ist so ein Schutzteil, damit der Karton nicht einknickt. So. Nehmen wir hier mal das Vorderrad raus. Das Hinterrad brauchen wir natürlich auch. Die Kassette geschützt. Schöne schwarze Kassette, finde ich sehr stylisch. Das hier ist einfach nur so ein Schutzteil. Ach, und da ist Pan. Guck mal, Pan, es hat fast seine Farben. Hallo Liz. Ich packe gerade endlich meinen Sender auf. Findet Pan, toll! So, Verpackungsmaterial und jetzt das eigentliche Bike. Tada! Leider habe ich gerade meinen Montageständer nicht hier, deshalb muss ich das hier alles irgendwie auf dem Boden zusammenbauen. Kriegen wir aber auch hin. Aber machen wir erstmal hier das ganze Verpackungsmaterial ab. Ich habe mir gerade hier einfach mal den Karton als Unterlage hingelegt. Und das arme Bike, was nicht dreckig wird. Ich meine, das wird es noch früh genug. Ich mache jetzt als erstmal den Lenker dran, da ich hier keinen Montageständer habe. Und dann das Ganze gleich inklusive nach der Sattelmontage auf den Kopf drehen kann. Dann kann ich da einfacher die Laufräder montieren. So, zack, der Sattel drauf. Ja, ich sehe schon hier die Sattelstütze, muss ich auf jeden Fall kürzen noch. Die ist nämlich noch mir persönlich zu lang. Manche Leute mögen es ja tatsächlich beim Downhill eine höhere Sattelstütze zu fahren. Ich fahre eher Freeride und mag das überhaupt nicht. Deshalb werde ich die mit so einem Rohrschneider einfach kürzen, so dass die nachher noch so ein Stück ungefähr hier raussteht. So, dann können wir das Teil jetzt umdrehen und die Laufräder montieren. Bevor es mit den Laufrädern und dem Schaltwerk weitergeht, schauen wir aber mal kurz hier in die Kiste, was sich da drin verbirgt. So, sehr edel. So. Mhm. For you. Alright. Ah, so ein kleiner Bag ist da drin. Da kann man ja, Werkzeug reintun. Ja, was man möchte. Denn Werkzeug liegt hier zum Beispiel auch dabei. Das hier ist so ein Drehmomentschlüssel, also für Vorbau, Lenker und so weiter. Kann man da die Sachen festziehen und dann sieht man hier auf der Skala, mit wie viel Newtonmeter man das Ganze festzieht. Da sind noch die passenden Bits dazu, Canyon-Sticker für einen Helm oder so oder fürs Auto. Dann hier Paste, ups, kriege ich nicht ab, für Carbon- und Aluminium-Komponenten. Dann ist hier das Handbuch drin. Ja, wahrscheinlich in verschiedenen Sprachen und nicht alles in Deutsch. Anders kann ich mir nicht erklären, warum das so dick ist. Ja, da sieht man sämtliche Sprachen. Und da ist wahrscheinlich Montageanleitung, Grundwissen zu Mountainbikes drin enthalten. So, dann schauen wir hier in die Schachtel. Und da sind die ganzen, ja, hier Reflektoren, müssen die Bikehersteller beilegen, laut Gesetz. Und hier Spacer für den Vorbau, dann die sämtlichen Beschreibungen, Kurbeln, Sticker hier von der Gabel und Dämpfer. Genau, also hier sind so ganze Kleinkram drin, die man auch bekommen würde, wenn man die Teile einzeln kaufen würde. So, dann haben wir hier einmal die Hinterradachse und die Ausfallenden. Das brauchen wir gleich noch zur Schaltwerkmontage. Das legen wir schon mal hier zur Seite. Und dann ist hier noch eine Dämpferpumpe mit dabei.
So, und hier, was ist da drin? Ah, da ist die Achse für die Gabel drin. Die brauchen wir natürlich auch. So, dann können wir jetzt das Schaltwerk und somit auch die Laufräder montieren. Das hier ist der kleine Kollege, den wir zur Schaltwerkmontage benötigen. Der kommt hier so rein. Hier ist das Gewinde, wo nachher die Achse reinkommt. Und hier, die kleine Schraube müssen wir jetzt abmachen vom Schaltauge, hier durchstecken und dann dort montieren. Dazu kommt ihr auch wieder auf Stativ. So, die Schraube habe ich jetzt hier durchgefädelt. Jetzt hier zack das Ganze noch festziehen. Loctite ist schon von Haus aus drauf. Zack drin. Jetzt müssen wir noch die Achse einführen. Gefettet ist die auch schon von Canyon. Hier so ein bisschen gucken, dass man hier auch das Gewinde trifft. Und dann mit Gefühl, ohne Gewalt, einfach, ups, ihr seht gar nichts mehr, sorry, einfach das Gewinde reindrehen. So, dann kommen wir jetzt zum Vorderrad. Auch super easy. Vorderrad rein. Zack. So, und erstmal hier bei der Boxer auf der einen Seite festziehen und dann die Konterschraube, die so ein bisschen raussteht auf der anderen Seite, dann festziehen. Fertig. So, da ist die schwarze Schönheit fertig aufgebaut. Mir gefällt das Schwarze auf jeden Fall extrem gut. Und ja, was werde ich noch tun? Wie schon gesagt, hier die Sattelstütze noch kürzen. Die ist für mich als Freerider viel zu hoch. Und was ich auch schon bei meinem anderen Sender damals entfernt habe, ist hier dieses Schutzblech. Das ist zwar cool, weil der Dämpfer so sauber von Schlamm bleibt, aber mir gefällt das optisch nicht so gut. Deshalb werde ich hier einfach diese zwei kleinen Schrauben lösen und dann kann man das Teil ganz easy abnehmen. Und natürlich kommen auch noch meine Sixpack-Parts dran. Also, ich kann es nicht abwarten, hier das Teil zu fahren. Seid gespannt auf das Video der ersten Fahrt des Bikes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Tschüss.